Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich weiß, die Viecher machen hier kein Bra, aber dafür kennt man die Rabbids und deswegen mache ich das Bra. Ja, heute wollten wir noch die restlichen Nebenaufgaben hier abschließen. Ich will natürlich die Helden hier noch hochboosten. Ich gönne mir auf jeden Fall das jetzt mal für jeden hier, dass alle ein bisschen geheilt werden nach der Schlacht, weil das wird ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen häufiger passieren. So, alle werden ein bisschen geheilt nach dem Schlachten. Wir haben letztes Mal auch noch zwei Sparks freigeschaltet. Die muss ich jetzt mal eben kurz hochleveln. So. Und das machen wir natürlich bei allen einmal ganz kurz. Ich nehme natürlich die Sternteile. Den Sterntrank hebe ich mir auf, bis ich den mal wirklich brauche. Weil ich hatte recht, es wird immer teurer. Und da will ich mir die, die so gesehen gratis sind, für später aufheben, fürs Endgame. Und dann lieber jetzt eher auf die Sternenteile setzen. So, dich will ich noch aufboosten. Da ist der Schockschaden höher. Du bist noch gar nicht geboostet. Einen kann ich noch boosten. Ich würde sagen, die, die Elementschaden machen, sollten auf jeden Fall höher sein. Ich hatte letztes Mal eigentlich eher einen Bosskampf erwartet, aber da blieben wir leider von verschont. So, ab in die Röhre. So, wir haben noch ein bisschen hier was zu tun. Zum einen den Kampf hier. Entspannt euch, ich mach das. Nehmt euch ein Ausfeld, tankt ein bisschen Sonne. Ab hier übernimmt Rabbit Mario. Keine Widerrede. Achso, jetzt nur Rabbit Mario. Aber Fensterzeitenpfützen sind mindestens so gefährlich wie Schwimmgehen, nicht wahr? Und schwimmen sollte man niemals allein. Ach, schwimmen ist doch gar nicht so ungefährlich. Prinzessin, würdest du dich an ihn dranklemmen? Deine Fertigkeit, Teammitglieder zu beschützen, könnte nützlich werden. Auch wenn du sie sicher nicht nötig hast, Rabbit Mario. Okay, das könnte jetzt eventuell eine richtige Herausforderung werden. Weil ich nur die beiden nutzen darf. So, direkt mal gönnen. Wieso auch immer das jetzt nur die beiden getroffen hat. So, ich überlege gerade. Oh, hier ist jemand zum Grätschen. So, erstmal wollt ihr näher kommen. Tschüss. Erzieht euch. Hey, sind euch alle drei Gumbas treff? Alle drei Gegner? Ja. Weg mit dir. Autschen. Okay, nur der Große ist gefährlich. Ich
grätsche in den zweimal rein. Warte mal. Verteidigung für alle. Und dann kann er ruhig reinhauen. Komm, hau doch zu! Ha! Keinerlei Gefahr. So, ich treffe wahrscheinlich nur einen. Ich muss mich so hinstellen, sonst treffe ich nicht. So, nur noch einer ist da. Hat ja eh ein Schild. Oh, dafür gab es sogar hier einen Skin für Mario. Easy. Finsterfitze haben wir beseitigt. So, jetzt haben wir noch hier hinten eine Aufgabe. Bei dem Brunnen. Ich wollte nicht ins Menü gehen. Ciao, Freunde, Sportfreunde. Ihr seht aus, als wärt ihr voller Tatendrang. Bereit für den Strahlestrand. Dummer Schweitwurf-Wettkampf. Was zum? Dummbarsch-Wettkampf. Ihr müsst alle Dummbarsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Für den Unkostenbetrag von läppischen 20 Münzen erwartet euch eine Achterbahnfahrt durch das aufregende Leben eines Fischweitwurf-Profis. Und sagt ihr na klar oder nee, danke? Wusste doch, dass ihr gut drauf seid. Noch ein kleiner Tipp. Gegen die Dummbarsche, dann lassen sie sich besser schnappen. Noch was, wenn ihr zu weiten Weg geht, muss ich euch disqualifizieren und die Münzen sind futsch. Dem Sieger gehört die Beute. Er wollte erst seinen Namen nennen. Jetzt muss ich gegen die rasen, ne? Ich weiß nicht, wie viele von denen ich brauche. So, die nächsten. Kommt her! Rein da! Okay, wenn man einmal gegen sie gerast ist, stehen sie offenbar nach einer Zeit wieder auf. Ich würde jetzt das Gegenteil sagen, aber... So, den schaffe ich noch, einen weiteren schaffe ich nicht mehr. Ich hoffe, das sind genügend. Gewonnen! Erste Sahne, das dufte, Sportfreund. Dafür gibt's Gold! Du hast meinen Rekord geknackt. Einigen wir uns auf einen Unentschieden, aber versuche es zurück wieder. Geschafft ist geschafft. Oh, das war doch nicht nötig. Na, dafür habe ich wieder so einen Sternentrank bekommen. Da ist nochmal so eine Pfütze. Ich muss nur da hinten hinkommen, ne? So.
Let's go. Da oben schläft einer. Luigi muss auf jeden Fall da hoch. So, Rebella wird als Sprungbrett dienen. So, und Mario soll da einmal hoch. So, hoch mit dir. Tschüss. Und sie lasse ich auch, soweit es geht, nach vorne stürmen. Vorsorge ist gut. Die sind weit genug weg, dass ich sie one-hitten kann. Sehr schön. Ja, Rebella kann gerade überhaupt nichts machen. Kann ich den da oben anvisieren? Nee. Komm, tschüss. Ja. Ich glaube, mit dem Teamsprung komme ich weiter. So, die mögen manchmal kein Feuer. Oh nee, die schon wieder. Rädchen und wegwerfen. Heißt es wohl mal wieder. Hold up! So, eventuell kann ich jetzt schon da rein. Geschafft. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was mit diesen komischen Leuchtestellen auf dem Boden ist. Da waren ja so manche Stellen, die da vorne, so eine meine ich. Denen ist doch irgendwas. Naja, egal. Piepton Punker, Midi Master, Cassin Crash und Chiptune Macher. Okay. Schlechte Neuigkeiten, meine beiden Alben bei Polyinkrumentachensoneten sind verschollen. Wenn ihr Abs haben wollt, dann müsst ihr sie für mich finden. Mögen euch schwinken und immer dreieckig sein. Okay, einfach nur Platten sammeln. Ja, sind nur die zwei, oder wie? Geh mal weg von mir. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab deine eine schillige Platte schon mal. Was ist denn das für ein gigantisches Huhn? Links Albtraum ist hier erschienen.
Den Joke haben jetzt nur die wenigsten verstanden. Geilo! Mann, die tolle Party! Oh, ich muss Augen wieder kaputt machen. Okay. Dann weiß ich aber nicht Luigi, sondern eher mehr... Peach, würde ich sagen. Let's go. Gibt'n sie denn noch Bomben? Ich würde auch sagen, aufteilen. Auch mit dir. So, endlich reingrätschen. Zack. Den großen Dicken lasse ich mal in Ruhe. Zumindest mit Peach. Ja, sollte so gut treffen. Ich weiß, ich hätte die Protektion eventuell zu Anfang machen sollen. Okay, das hat gut getroffen. Na los. Aua. Das wird wehtun. Überlebt. So, hoffentlich kann ich beide Augen treffen. Ja, kann ich. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. So. Turboladung. Einmal. Eingrätschen kann ich ja. Ich muss dringend sie einmal heilen. Genau richtig. Komm, Grit! Ja, er ist weg. Die Dicken sind gefährlich. Diese. Ich habe den Plan.
Mein Plan hat funktioniert. Das Teil muss weg. Immer her damit. So, Spritzangriff. Verstecken. Beten. Komm, fall da runter! Oh. Ich habe meine Bücher zu hoch gestellt. Autschen. Heilen? Genau richtig. Und Klinge. So, zack. Ich opfere Bella jetzt am besten und versuche wirklich einfach nur darauf zu gehen, die Augen jetzt wegzumachen. Obwohl, nee, ich muss sie nicht opfern. In dich kann ich noch einmal reingrätschen. Dann überlebt sie tatsächlich. Grätschen. Abhauen. Passt so. Okay, das kann knapp werden. Hallo, ich will den Spark nutzen. Ich will die beiden da weg haben. Die Schützen sind gerade gefährlicher. So, zwei Augen sind weg. Jetzt sind es nur noch drei. Wir müssen uns nicht um alle Gegner kümmern. Autschen. Dafür habe ich die Uhren.
Ach, ja, sie kann das ja nicht. So, tschüss. So mache ich keinen Schaden. Und tschüss. Du stehst im Weg, Junge. Minus. Genau in die richtige Richtung. Danke. Ich hab kurz einmal reingepfiffen. So, Peach ist geschützt. Ich weiß, ich hätte auf das Auge ziehen sollen. Na los. Nein! So, Leute, ich hab's jetzt geschafft. Backe, Dacke, Oszillator-Körner, Mink-Sound-Clowns und 8-Bit-Sounds. Chiptuna hat den Beat für die perfekte Welle. Ja, Buddy! Jawollo, da ist ein neues Bug. Das ist eine tolle Party. Ja, ich will ihn auch stark. Entschuldigung, dass ich ihn gerade nicht vorgelesen habe. Nein, ich wollte den! Du hörst auf. Egal. Lass uns einfach weitermachen. Ein neuer Spark, wahrscheinlich hier wieder ein Rasereispark, so wie der aussah. Aquaflux. Na gut, Leute. Ich würde sagen, damit haben wir dann für heute genug geleistet. Beim nächsten Mal geht es dann zum nächsten Planeten. Wir geben natürlich noch die Münzen noch eben schnell aus. Wenn wir eh schon jetzt dabei sind, den Planeten zu verlassen. So. Wir können ja jetzt die ganzen Münzen hier ausgeben. Ah, zwei gibt es noch. Ich dachte, das reicht für alle. Die Powerblöcke hier sind schon billiger. So, Leute. Jetzt aber dann wirklich. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.